Die Tanzfläche ist bereit für den Quickstep. Bei diesem Tanz zählt vor allem eins: Haltung. Hey, die Ellbogen waren oben. Wenn das runterfällt, machst du 10 Liegestütze. Mist, 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 Mist! Kann es Johannes? Hallo bei Kann es Johannes. In den nächsten 48 Stunden möchte ich einen Standardtanz lernen, und zwar Quickstep. Quickstep heißt so viel wie schneller Schritt. Und die Musik dazu, die hört sich so an. Und ich glaube, das wird der verrückteste Sport, den ich jemals gelernt habe. Denn mein Trainer Joshua hat gesagt, ich soll zum Training einen Topf Nudeln mitbringen. Und zwar auf dem Kopf. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ob er mich veräppelt hat. Hey, ich bin Joshua, ich bin 15 Jahre alt und ich tanze schon seitdem ich 9 bin. Wenn ich tanze, vergesse ich die ganze Welt um mich herum und denke nur noch an diesen einen Tanz und kann mich mit der Musik komplett fallen lassen. Tanzen ist sehr anstrengend, da man an viele Sachen gleichzeitig denken muss. Man muss an seine Füße denken, an seinen Körper. Der Kopf muss in der richtigen Position bleiben. Die Arme müssen in der richtigen Position bleiben. Und am Ende noch natürlich zu lächeln. Ich bin ein guter Trainer für Johannes, da ich ihm das Tanzen mit sehr viel Spaß beibringen kann, aber auch genügend Strenge und Disziplin habe. Denn Disziplin ist eines der wichtigsten Dinge beim Tanzen. Hallo? Hallo, Johannes. Hallo, Joshua. Sag mal, warum habe ich den Nudeltopf auf dem Kopf? Das war direkt deine erste Übung fürs Tanzen später. Hi. Das ist eine erste Übung fürs Tanzen? Ja, weil beim Tanzen ist die Balance sehr, sehr wichtig, genauso wie die Körperhaltung. Und das musst du spätestens in 48 Stunden können. Oh je. Sonst gibt's Nudelsalat. In nur 48 Stunden muss Johannes eine Quickstep-Choreo tanzen. Ob die Leistung ausreicht, entscheidet eine Jury. Bei einer Durchschnittswertung von 4,0 gilt die Herausforderung als bestanden. Joshua, das sieht sehr elegant aus. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst, wenn ich es machen soll, dass ich meine Kniekehlen verknote. Glaubst du, ich habe eine realistische Chance, dass ich das schaffen kann? Ja, wenn du auf mich hörst und nicht ganz talentfrei bist, dann können wir das auf jeden Fall in 48 Stunden schaffen. Ich meine, genug Kohlenhydrate haben wir ja. Das ist Joshuas Trainingsplan. Am ersten Tag lernt Johannes den Grundschritt sowie die richtige Haltung und die Choreografie. Am zweiten Tag übt Johannes den Paartanz und lernt seine Partnerin richtig zu führen. Dann können wir die wichtigste aller wichtigen Fragen stellen. Ja. Und die ist in dieser Sendung: Kann es Johannes? So, jetzt zeige ich dir mal deinen Herausforderungssong. Okay. Es gibt zwei Elemente in diesem Song. Ja? Das ist einmal Bass und einmal die Hi-Hat. Okay. Den Bass hört man. Ja. Und dann gibt es die Hi-Hat. Die ist doppelt so schnell. Also. Hör ich, ja. Super. Das machst du erstaunlich gut. Ja, vielen Dank. Dann können wir direkt mit dem Grundschritt beginnen. Mit Bum, Bum und Tick, Tick? Jo. Okay. Wir als Tänzer sagen nicht mehr Bum und Tick dazu. Sondern? Slow und Quick. Das Bum soll slow sein und Quick ist das Tick. Slow ist langsam und Quick ist schnell. Schnell im Englischen. Also langsam, schnell. Was Dann machen wir fangen wir jetzt mit dem Grundschritt an. Okay, was heißt das? Dafür kommst du mal bitte hinter mich. Ja. Und dann gehen wir mit dem rechten Fuß vorwärts. Ja. Das ist ein Slow. Slow, langsam. Mit dem linken zur Seite. Ja. Quick. Ja. Ran ist quick. Quick, ja. Also ich habe von Anfang an gemerkt, dass der Joshua seinen Job als Trainer sehr ernst nimmt. Und das finde ich super, weil ich möchte ja was lernen. Aber je länger wir trainiert haben, umso ernster wurde es dann. So, Johannes, du guckst mir noch ein bisschen zu sehr auf die Füße. Deswegen habe ich noch was für dich. Das ist eine Halskrause. Boah, jetzt kannst du nicht mehr runtergucken. Boah, ist das fies. Nein.
Und jetzt wieder an die Pylonen, nochmal. Okay. Rechts, vorwärts. Das ist total gemein. Moment. Slow. Links. Quick. Quick. Slow. Ah. Guck mal, das kommt davon. Nochmal. Es ist schon ein bisschen komisch, wenn man nicht mehr so selbst entscheiden kann, wie und wo man hinguckt, weil man so eine Blockade im Hals hat. Aber ich habe schon kapiert, beim Tanzen kommt es viel auf Haltung an. Gar nicht so schlecht. Das ist gemein. Aber es hilft. Das stimmt, ich habe meine Füße nicht gesehen. Muss ich die jetzt die ganze Zeit drauf um meinen Hals haben oder darf ich auch einfach nur nicht mehr nach unten gucken und sie dann abnehmen? Nee, wir machen erstmal so weiter. Du bist ein harter Hund. Jetzt das Ganze mit Musik. Hey, you have my heart and we'll never be worlds apart. Ich hab's erstmal für dich ein bisschen langsamer gemacht, weil sonst schaffst du das noch nicht. Wie schnell ist das jetzt? 10% langsamer. Okay. 7, 8 und slow. Quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Perfekt, dann machen wir das jetzt mit Originalgeschwindigkeit. Okay. 8 und slow. Quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Beim nächsten Mal lächeln wir dabei, ja? Mehr natürlich, nichts Aufgesetztes. Das macht dir Spaß. Ja, okay. Mehr Motivation. Und slow, quick, quick, slow. 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 Deine Fußarbeit ist schon gar nicht schlecht. Ja. Aber probier die Schritte noch klarer zu setzen, ja? Okay. Johannes hat jetzt, finde ich, nicht so das gute Tänzertalent. Aber sein Ehrgeiz ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und mit so viel Ehrgeiz kann man locker sehr, sehr weit kommen. Jetzt kommen wir zur richtigen Armhaltung beim Tanzen, denn die ist sehr wichtig, um später deine Dame zu führen. Mhm. So, du stellst dich jetzt erstmal so hin, dass theoretisch du wie ein T stehst, ja? So, und jetzt klappst du diesen Arm hier ein. Ja. Oben halten, Schultern entspannen. Mhm. Und hier klappst du ein, weil hier ist später dieser Arm der Dame, ja? Ah, so weit oben? Ja. Das hat so ein bisschen was von Verkehrspolizist. So, bitte weiterfahren. Aber Schultern entspannen, aber das hier trotzdem hoch. Jo. Das ist ganz schön anstrengend. Ja. Okay. Und jetzt. Slow, quick, quick, slow. Höher nehmen. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, slow. Ich bin rausgekommen, Entschuldigung. Warte mal, ich hab also eigentlich lag es an meiner Tanzpartnerin. Die hat irgendwie was falsch gemacht. Na, ich habe noch etwas für dich. Wie? Damit du das etwas besser machen kannst. Was ist das? Da einmal durch. Ja, das tut aber nicht weh, ja? Nein, nein, nein. Nur wenn du es falsch machst. Joshua hat's faustdick hinter den Ohren. Er ist sehr kreativ, hat super Ideen zum Trainieren. Wir freuen uns, dass wir das machen. Ja. Ja. Genau. Super. Ich trainiere selber mit diesen Bändern. Eigentlich fast jedes Training, um halt diese Haltung zu lernen, weil das kann eigentlich keiner perfekt. 7, 8 und slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Arme höher, slow. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Gar nicht so schlecht. Und nochmal. Die Haltung ist sehr wichtig beim Tanzen, da man dadurch die Dame besser spüren kann, wo sie steht, wie man sich führt. So langsam tut das richtig ein bisschen weh hier am Arm. Ja, dann mach das mal ab, dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Die beiden gönnen sich im Bulli die mitgebrachten Nudeln. Noch gestern hatte Johannes eine ganz andere Vorstellung vom Tanzen als heute. Joshua, weißt du, was ich so nicht erwartet hätte beim Tanzen? Was denn? Ich finde, wenn man das Tanzen von außen beobachtet, sieht es aus, ja, dann macht man so ein paar Schritte. Aber man hat keine Ahnung, wie anstrengend das ist. Ja, genau, das ist das Vorurteil. Also wenn man Quickstep nimmt, den kann man ungefähr mit einem 100-Meter-Sprint vergleichen. Eine Minute Quickstep, 100-Meter-Sprint. Eine Minute Quickstep tanzen heißt so viel Energie verbrauchen wie ein 100-Meter-Sprint machen? Ja. Also das unterschätzt man von außen wirklich. Ja. Und die zweite Sache, die ich unterschätzt habe, ist, an wie viele Dinge du gleichzeitig denken musst. Also lächle ich, habe ich den Kopf richtig, bin ich in der richtigen Körperspannung da, was machen meine Füße, Choreografie. Also diese ganzen Sachen parallel im Kopf zu haben, das ist, finde ich, unmöglich. Wie machst du das? Ja, also man lernt es das eine. Ja. Und dann wird das automatisiert und dann macht man das nächste. Also stufenweise baut man es auf. Aber bei dir haben wir halt nur 48 Stunden. Da müssen wir alles auf einmal machen. Frisch gestärkt steht Johannes und Joshua jetzt eine große Aufgabe bevor. Die Choreografie. Wie fangen wir an? Zuerst fangen wir zu einer Seite diagonal an. Mhm. Also wir gucken immer so. So schräg? Ja? Okay.
machen so, jetzt machst du mir erstmal nach, ja? Ja. Wir machen erst einen Vorschritt. Vorschritt? Der ist erstmal nicht wichtig, ja? Gut. Und jetzt musst du an den Grundschritt denken. Da machst du den Schritt vorwärts. Slow. Und normalerweise würdest du jetzt zur Seite gehen. Ja. Anstatt den zur Seite zu setzen, ja, drehst du, ja, um 90 Grad, ja, und setzt den Schritt. Slow. Den ersten Teil der Choreografie habe ich eigentlich für Johannes ziemlich einfach gestaltet. Slow. Slow. Und jetzt? Jetzt stehst du schon mal falsch. Slow. Ach, dann erst mal. Nochmal. Okay. Kann das sein, dass das viel, viel schwieriger wird, sobald die Choreo dazukommt? Ja. Mhm. Slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow. Nochmal bitte. Nicht schlecht. Boah, bis sich das so ins Gehirn einschleift, ne? Das dauert. Natürlich muss man an viele Dinge gleichzeitig denken. Das ist ja bei anderen Sportarten auch so. Aber beim Tanzen sind es unendlich viele Dinge, an die man gleichzeitig denken muss. Der war doch gut, oder? Schritte waren gut. Ja. Kopfhaltung ist noch nicht da, Armhaltung ist noch nicht da, Körperhaltung ist noch nicht da. Also es ist schon eine sehr große Herausforderung für Johannes, das in 48 Stunden zu lernen. Weil ein normaler Schüler braucht dafür ein halbes Jahr mit so einer Choreo, mindestens. Gar nicht so schlecht. Nächster Teil der Choreo. Heißt, wir machen das da weiter? Ja. Okay, was kommt danach? Kennst du bestimmt, wenn ihr euch beim Sport aufgewärmt habt, seid ihr auch bestimmt auch mal so zur Seite gelaufen, oder? Seitgalopp, ja. Macht das einfach mal hin, zurück. Ja. Weil das sind die beiden Teile, die gleich noch kommen. Okay. Und jetzt machen wir 1, 2, 3, 4 und dabei drehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist deine Choreo. So, damit es dir noch etwas leichter fällt, ja, habe ich noch was für dich. Und zwar? Perfekt. Okay. Ich glaube schon, dass die Fesseltechnik am Marterpfahl von Joscha mir hilft, ja, weil es darum geht, ein Gefühl für die Haltung zu bekommen. Und am Anfang ist es halt ein klein bisschen Quälerei, da muss man durch, denke ich. So, das war jetzt ja schon mal ganz okay, aber eine Sache, die geht noch überhaupt nicht. Ja. Komm mal mit. Also was bitte geht nicht bei mir? Dein Outfit. Das ist bitte falsch an meinem Outfit. Wir Herren im Standard, ja, tragen Fräcke. Das kannst du dir ein bisschen wie beim Kellner vorstellen. Ja. Nur das Besondere ist hierbei, dass unsere Fräcke für die Standardhaltung gemacht sind. Das heißt, wenn du so stehst, wird dein Blut abgeklebt. Ich kann es dir hier einmal zeigen. Ich habe hier auch mal einen Frack. Ja. Und hier in diesen Nähten, das ist so hart wie mal. Als ob da so Polster drin sind. Ja, und wenn ich das so runter mache, dann staut sich hier immer mein Blut an. Weil ein Tänzerfrack ist halt wirklich nur zum Tanzen gemacht und nicht zum Rumstehen. Okay, hast du was, was mir passt? Ich habe hier schon mal was für dich rausgesucht. Das ist einmal der Frack hier. Okay, probiere ich an. Also in dem Moment, wo ich den Frack anhatte, dachte ich so, hallo, sieht das gut aus? Ja, gar nicht so schlecht. Mhm. Behalte ich den an? Nein, erst zur Herausforderung wirst du ihn anziehen. Okay, also Knöpfe auf. Wir sind ein ganz gutes Stück vorangekommen. Morgen machen wir das halt noch zusammen mit Tanzpartnerin. Es fehlt jetzt noch ein kleiner Teil, alles Wiederholung. Aber es ist zu schaffen, dachte ich in dem Moment. Das ist deine Partnerin. Hallo. Hallo. Ich bin Johannes. Ich bin Evelyn. Bist du schon bereit? Ich hoffe. Ja. Naja, der Joscha hat mich ganz schön gequält, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Sehr gut. Also ich habe mich auch vorbereitet zwar auf das Training. Ja. Und ich habe Knieschoner. Also, falls es schlecht laufen sollte, damit ich mich dann nicht verletze. Okay, wie fangen wir an? Beim Auffordern der Dame. Okay, wie fordere ich Evelyn auf? Das zeige ich dir jetzt. Komm mal bitte mit zu deiner Startposition. Ja. Das wird genau die gleiche Startposition wie bei der Challenge sein. Also merken. Okay. Ja, also wir stehen ausgerichtet zu dem Fenster. Mhm. Dann gibst du der Dame die Hand. Dann kommt sie auf dich zu. Und dann geht sie in deine Haltung. So. Also links zuerst, ja? Links zuerst. Mhm. Probier mal. Nicht verbeugen. Mhm. So. Mhm. So, so. Und jetzt Knie gehen. Probier. Denk daran, es zieht dich hier runter. Mhm. Ja?
Knie geht. Knie. Ja, in die Knie. Ja, und mehr vorne auf dem Ball stehen. Also das erste Mal mit Evelyn in Haltung gehen, das war echt nicht einfach. Ich fühle mich wie so eine Knetfigur. Arsch noch. Ich habe mich gefühlt wie so ein Knetmännchen, an dem er so rumjustiert und dachte nicht, dass ich das länger als 5 Sekunden halten kann, was er da gerade mit mir gemacht hat. Du stehst noch so ein bisschen so. Ja, wie soll ich denn stehen? Gerade? Ja. Und nicht. Also den Hintern nicht so weit raus, ja, oder was? Aber die Dame ist nicht verbeugend. Sie ist zwar, ja, eine Göttin für dich, aber ja, muss dich nicht verbeugen. Okay. Sie ist eine Göttin für dich. Ein bisschen runtergehen, weil sie ist ja ein bisschen kleiner. So? Zufrieden mit dem Kunstwerk? Innenkante großer Zeh, wird uns immer gesagt. Das heißt, du musst hier auf der Innenkante große Zeh stehen und das hier muss die Dame bringen. Ja? Okay, so viel Berührung ist okay. Ja. Das ist wie so ein. Das sind deine beiden Knie. Ja. Das sind die Knie der Dame. Und die gehen so ineinander. Ja? Okay. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Also jemanden, den man erst mal gerade kennengelernt hat, dem rückt man nicht so auf die Pelle. Aber beim Tanzen muss man's. Das ist ein bisschen ungewohnt, ja. Es ist auch nicht zu bedrängend, ja? Nein, das ist beim Tanzen so. Das ist halt viel Körperkontakt. Der Kontakt ist sehr wichtig, weil wir über diesen Kontakt führen wir die Dame. Und jetzt probiert mal anzufangen. 5, 6, 7, 8. Slow, quick, quick, slow. Slow, slow, slow. Quick, quick, slow. Ah, ich hätte vorbei müssen. Und wir beginnen von vorne. Das ist ja ganz anders, wenn man zu zweit tanzt. Ja, ja, das stimmt. Und nochmal, wir haben kaum noch Zeit. Ja. Tee. Tee. Hand. Hand nach vorne. Hey, dann die Arme bleibt oben. Ja. Berühren dort, berühren Rippe. Den Popo bitte reinnehmen. Den Popo. Innenkante großer Zeh. Ich fand es bemerkenswert, wie er dann auf einmal so einen Kasernenton an den Tag gelegt hat. Und dann so, nochmal und hier und da und da und jetzt hier und da. Innenkante großer Zeh. 5, 6, 7, 8. Slow, quick, quick, slow. Das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, aber auch viel dazu beigetragen, dass ich mich gut verbessern konnte. Und nochmal. Nochmal von vorne. Was war jetzt gerade falsch? Ihr verliert dauernd den Kontakt. Ja? Hier. Mhm. Das ist ungefähr so. Also wird dir so die ganze Zeit in Haltung stehen. Also ich muss enger beieinander bleiben. Ich zeig's dir noch einmal mit ihr. Mhm. Ja. Gehst in den Tee. Hier ran. Hier ran. 5, 6, 7. So, quick, quick, slow. Mm, super. Richtig elegant. Jetzt musst du das nachmachen. Ja. Ich leg dir jetzt das hier dazwischen. Ja. Für jedes Mal. Wenn das runterfällt, machst du 10 Liegestütze. Okay. 5, 6, 7, 8. Slow. Quick, quick, slow. Slow, slow, slow. Quick, quick, slow. Slow, slow. Stopp, das war besser. Und es ist nicht runtergefallen. Hast du Angst vor den 10 Liegestützen gehabt oder was? Das habe ich wirklich. Die schlimme Wahrheit ist, dass dass ich der richtige Kandidat bin für strenge Trainer. Heißt, wenn man mich ein bisschen anpflaumt, dann reagiere ich auch ein bisschen mehr, als wenn man einfach nur nett ist. Halskrause? Mhm. Die Halskrause sollte eigentlich keine Strafe sein, sondern sollte ihn eigentlich mehr entlassen, dass er sich auf die anderen Dinge besser konzentrieren kann. 5, 6, 7, 8. Slow, slow. Quick, quick, slow. Sprung, Sprung. Ja, also um ein gutes Beispiel dafür zu finden, das war wie so eine Elefantenhorde. Ja? Ja. Ein Wertungsrichter hört, ja, wenn man was im Quickstep falsch macht. Mhm. Weil Quickstep ist hauptsächlich auf Ball. Okay. Weil wenn da schon einen hört, der so ankommt, dann muss er nicht hingucken und. Weil es schon Punktabzug, ja? Ich habe das größte Mitgefühl für Evelyn. Ich habe Angst, dass sie denkt, oh Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Der Typ, der kann ja noch ziemlich wenig, um es vorsichtig auszudrücken. Ey, ist echt nicht einfach, an 4000 Dinge gleichzeitig zu denken. Keiner hat gesagt, dass Tanzen einfach ist. Ja. It's obsession. 1, 2, 3, 4. It's obsession. Johannes? Ja? Irgendwie habe ich von hinten gesehen, dass deine Ellbogen ganz schön tief waren. Echt? Spürst du das nicht? It's obsession. Irgendwann stand ja Joshua dann auch mit einem Stock neben mir. Da war ich wirklich schon ein bisschen verunsichert. Quick, quick, slow. Slow, slow.
ist schon viel, viel besser, als wir angefangen haben. Also man merkt die Verbesserung. Oh, vielen Dank, Trainer. Kein Problem. Einmal richtig tanzen bedeutet gar nichts. Null. Eins, Ellbogen runter, nochmal. Ey, die waren jetzt kein 10 Zentimeter. Am Anfang waren sie unten. Und die Ellbogen sind am Ende auch wieder runtergekommen. Ey, die Ellbogen waren oben. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Ich habe nichts anderes gedacht als Ellenbogen. Zeitlupe jetzt abspielen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist jetzt nicht nur oben, es ist obenst. Also allerobenst, wie es nur geht. Ne? Das ist oben. Mist, 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 Mist. Wollt ihr nicht lächeln dabei? Ja. Guckst ein bisschen angestrengt. Ja, es ist anstrengend. Es wird noch eine lange Nacht. Okay, dann los mit der langen Nacht. Der Tag der Herausforderung. Während der große Tanzsaal für die Challenge vorbereitet wird, schmeißt sich Johannes in Schale. Hier ist so ein Zwischending zwischen Pinguin und Dina, so ein Butler. Ja. Darf ich den Herrschaften noch etwas zum Nachtisch reichen? Nach der Challenge. Jetzt muss Johannes beweisen, dass er in nur 48 Stunden ein echter Tänzer geworden ist. Ob seine Leistung ausreicht, entscheidet eine Jury. Bei einer Durchschnittswertung von 4,0 gilt die Herausforderung als bestanden. So ganz kurz bevor es losging, dachte ich noch mal, hey, ich bin nicht alleine hier, ich habe Evelyn und ich habe vor allem Joshua und der fiebert so mit. Im Grunde tanzen hier drei auf dem Parkett. Du hast ihn 48 Stunden lang gedreht, wirklich, dass er das schafft. Und jetzt soll er es auch schaffen. Worlds apart, maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see my shiny car, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sun shines, we shine together, you know I'll be here forever. Als ich bei der Herausforderung ihm zugeguckt habe, habe ich schon einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Das Problem war, dass Johannes einfach seinen Ellbogen nicht oben wirklich hatte. Also ich habe schon gemerkt, dass ich ab und zu den Ellenbogen wieder hochnehmen konnte. Und das bedeutet ja, er war vorher unten. Also, oh Mann, ey. Die Fußarbeit war jetzt aber gut. Hm, das könnte Punkte geben. Ah, da hat er gelächelt. Das war auch wieder gut. Also ich weiß, dass der Durchgang nicht perfekt war. Und je nachdem, wie kritisch jetzt die Wertungsrichter sind und auf was sie besonders Wert legen, kann das eine knappe Nummer werden. Also ich war natürlich sehr, sehr glücklich, als Johannes das geschafft hat. Einfach dieses ganze Triezen hat endlich was gebracht. Und das ist halt ein Glücksgefühl, auch für den Trainer. Sagen wir es mal so, für meine Verhältnisse, hoffe ich, war es ansehbar. Und ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe lernen können. Ich habe das Gefühl, ich habe eine ganze Menge gelernt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt aufs Tanzen und wenn ihr mehrere Sachen gleichzeitig im Kopf behalten könnt, dann guckt doch mal, wo der nächste Verein zum Tanzen bei euch in der Nähe ist. Infos dazu findet ihr auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns dort auf dem Parkett oder spätestens das nächste Mal im Fernsehen, wenn es wieder heißt Kann es Johannes.